So, ich kann euch gerne nochmal die Werte zeigen. So, Shakti hat an die 90.000 Gesundheit und 323 Speed. Fives, auch an die 90.000 Gesundheit, 72 Schutz und 235 Speed. Ah ja, genau, was ich euch noch zeigen wollte ist, ich habe Five, ihr seht hier auf Offensive getrimmt, ne, falls er nämlich ausscheidet, und er soll ja ausscheiden, dass die anderen mehr Feuerkraft kriegen. Echo natürlich auch auf Feuerkraft. 255 Speed und an die 8000 fast Schaden. Und der Spezialschaden muss über 10.000 sein. Oder sollte über 10.000 sein. Rex muss im Grunde nur schnell sein. Sollte natürlich auch an die 60.000 Gesundheit haben und liegt bei 304. Und Ark, der muss halt Schaden machen. Liegt bei mir bei 284, 70.000 Gesundheit und hat natürlich 10.000 Schaden. Spezialschaden bei 7.000. Gut, dann würde ich sagen, starten wir. So, Rex ist als nächstes dran. Dann nimmt man sein erstes Special. Und dann fangen wir an, die B2s runterzuschießen. So, da jetzt bei uns allen überall Trample drauf ist, kann im Prinzip auch keiner wirklich unterstützen. Dennoch nehmen wir das erste Special und geben es Rex. Die Granate von Echo, die können wir eigentlich immer schmeißen, weil die macht am meisten Damage. So, Shakti ist dran und sie muss unbedingt immer Trample weg haben. Weil sie muss überleben. So, Five. Provozieren funktioniert hier in dem Spiel ja sowieso nicht, deswegen können wir sein Special nehmen und geben es Shakti, damit sie unterstützt. Umso schneller haben wir die B2s nämlich runter. So, Django hat die Rakete zum Glück auf Reek geschossen. Gut für uns. So, erster weg. So, jetzt müssen wir mal gucken. Unterstützen. Ich würde sagen, wir nehmen das erste Special, damit wir die Debuffs runterkriegen.
So, Echo geht wahrscheinlich als nächstes drauf. Das wäre dann gut für uns. Ich würde sagen, ich schütze jetzt erstmal Fives. So. So, die B2 sind runter. Und wir können im Prinzip jetzt anfangen, Django zu beschießen. Funktioniert natürlich nur dann, wenn wir mehr Trumples haben. So, jetzt könnte man natürlich den Rig anschießen mit Rex. Rex macht aber kaum Schaden, das heißt, wir würden den Rig nur noch zornig machen und seinen Speed erhöhen. Will ich aber nicht. Deswegen schießt er jetzt im Prinzip auf Django, hat zwar keine Wirkung, aber wir schonen im Prinzip die Geschwindigkeit, dass der Rig hochkommt. Und wir haben wieder Glück gehabt. So. Echo ist draufgegangen, Pfeife hat sich geopfert. Wunderbar. So, jetzt habe ich das Problem, dass der Ark leider auch nur einen Trample hat und keinen Schaden macht. Deswegen greife ich jetzt den Reek das erste Mal an. So. Echo hat 4 Trample, das ist schon fast zu viel. So, das gleiche Problem wie eben, Rex. So, dann greifen wir nochmal Django an. Also die Trumples sind bei mir jetzt momentan ziemlich schlecht verteilt. Nur Echo kann momentan Schaden machen. So, danke. So, jetzt haben wir Rex Special freigeschaltet. Das ist schon mal gut. Allerdings erst für den zweiten Django. So, erhöhen wir mal den Angriffswert. So, das ist jetzt gut. Jetzt können wir ihn, glaube ich... Ja, fast. So, Granate und er ist weg. So, jetzt haben wir es echt perfekt. Rex hat sein Special und wir können Django auslöschen. Tschüss. So, jetzt steht nur noch der Reek im Weg. Und da haben wir jetzt im Prinzip nicht wirklich viel zu tun, außer ihn runterzuschießen. So, wen schützen wir? Wir schützen immer diejenigen, die am meisten Schaden machen. Allerdings tun wir das Trample runter von Chuck T. So, Granate. Tschüssi, Rex. So, ich glaube, das war's jetzt schon fast. Zack. Also, ich muss sagen, das RNG war natürlich auch wirklich auf meiner Seite heute. Da war ja wirklich nichts schief gegangen. Django hat nicht einmal wirklich auf mich geschossen. Also, man kann auch Glück haben, wie man sieht. So, noch irgendwelche Fragen? Das sah sauber aus. Ja, sehr cool. Danke, danke. Aber das heißt, ohne absolute Top-Mods hat man eh keine Chance, ne? Ja, so ist es leider. Du musst wirklich die besten Mods benutzen, die du hast. Ich habe auch gerade eben wieder umgemottet. Ansonsten funktioniert es leider nicht. Aber ich habe jetzt zum 5. Mal hintereinander gewonnen. Also meine Gewinnrate liegt noch immer bei 100%. Glücklicherweise. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ja. Ich werde nachher auch mal umbauen, dann werde ich das auch nochmal probieren. Wunderbar. Alles klar, dann erstmal vielen Dank. Ne? Kein Problem. Bis zum nächsten. Bis dann, ciao. Ciao. Sag mal, mit meiner Konstellation hier ohne den ARC-Trooper hat das wahrscheinlich gar keinen Sinn. Nicht? Das ist dann unmöglich. Das ist fast unmöglich, ja.
Ja, okay. Also es müssen genau, muss genau dieses Team sein, was du da auch spielst. Es muss dieses Team sein oder es muss die neue 99er sein, die Ja, Kloneinheit. okay, da habe ich noch gar nichts. Ja, ich Alles auch klar. nicht. Okay, gut. Ja, dann farme ich mal die beiden fehlenden Klone noch auf jeden Fall Mach das, irgendwie. Bill. Ja, alles klar. Gut, super. Erstmal vielen Dank dafür. Kein Problem. Bis dann. Jo, bis demnächst. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ja, ich werde auch noch mal ein bisschen ummodeln müssen. Ja, wie weit ist denn dein Team, Julibär? Also ich bin eigentlich so ziemlich nah an deine Vorgabe dran, aber letztes Mal war es halt auch einfach immer RNG-Pech. Ich habe immer alles von Django auf abbekommen. Ja. Und also ich habe vielleicht mal nur einen Standardangriff auf der Reek gemacht und das war's. Okay, aber wenn du so nah dran bist, dann haben wir auf jeden Fall Hoffnung. Ja. So, bei mir ist Vesperpause jetzt gleich rum. Ich klinke mich dann mal aus und ich werde es dann heute Nachmittag gleich versuchen. Okay, wunderbar, ich bin dann auch online. Ja, Bis alles dann. klar, dann Ciao. bis dann, ciao.